Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Diablo 3. Wir sind beim letzten Mal, ja, im Herz der Verdammten stehen geblieben oder eher gesagt, schauen wir mal nach, wo das nochmal war. Turm der Verdammten Ebene 1. Wir sind auf der Suche nach dem Sündenherz im Herz der Verdammten. So, jetzt muss ich erstmal wieder versuchen zu erinnern, was wir überhaupt beim letzten Mal gemacht haben. Okay, hier sind erstmal schon mal ein paar Gegner. Ja, wir sollen dieses Herz suchen. Das werden wir, denke ich mal, hoffentlich auch bald finden. Da liegt irgendwie ein Zauberstab, den würde ich gerne mal sehen. Die horadrischen Schriftrollen beschreiben die gewaltigen Phasenbestien als fleischgewordene Sünden. Asmodan gewährt ihnen große Macht, durch die Bestien dazu in der Lage sind, sich nach Belieben dem Auge zu entziehen. Es wird angenommen, dass der Herr der Sünde sie nur auf ungewöhnlich kluge Gegner hetzt, die nicht mit Zahn und Klauen zu bezwingen sind. Oh, hier sind immer so eine Eiskugeln. Ich muss schon sagen, es ist schon wieder ein bisschen länger her, seitdem ich aufgenommen habe, deswegen. Jetzt reicht es erstmal. Ist schon ein bisschen länger her, seitdem ich wieder aufgenommen habe. Deswegen weiß ich nicht mehr genau, was wir jetzt hier überhaupt gemacht haben beim letzten Mal. Wir sollen auf jeden Fall dieses Herz finden. Wir sind ja eigentlich noch auf der Suche nach Asmodan. Geht das hier beim Kreis oder was ist das hier? Sieht so ein bisschen eigenartig aus. Auf jeden Fall sind hier schon mal ganz andere Viecher als sonst. Die sehen so ein bisschen wie Orks aus oder keine Ahnung was. Dämonen sind das. Ich habe mir übrigens hier noch mal so einen neuen Knüppel reingemacht. Den großen, den man ja sieht. Was will die Alte denn? Na, komm her hier. Sollen wir hier außen rumrennen oder ist es irgendwo in der Mitte? Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Wir sind hier in der Ebene 1. Es muss hier noch in der zweiten Ebene, beziehungsweise sogar dritte oder so gehen. Also ist jetzt ein bisschen schwer zu sagen. Aber bei der einen Ebene wird es garantiert nicht bleiben. Oh, der hat noch ein bisschen mehr drauf hier. Ich sollte vielleicht auch mal ein Rubin oder sowas irgendwie sockeln, damit meine Waffe ein bisschen mehr Schaden hat. Das bietet sich eigentlich durchaus an, da ich schon genug habe von diesen Steinen. Rennt er weg natürlich. Okay. Sieht so aus, als ob wir jetzt einmal im Kreis gerannt sind. Nicht. Wir sind ja von hier gekommen, glaube ich. Also muss es ja hier irgendwo weitergehen. Das ist ja hier so ein Kreis. Das heißt, irgendwo am äußersten Zipfel oder so. Geld. Wir gehen jetzt einfach mal außen rum lang. Hier kommen wir ja rüber. Aber das ist ja. Das bringt ja nichts, das ist Quatsch.
Der ist vergiftet, jetzt ist er tot. Was ist das überhaupt hier für ein Vieh? Sieht ein bisschen eklig aus. Hat das hier was zu sagen? Da ist doch ein Tor, oder was? Hier geht's doch weiter. Klar geht's hier weiter. Ihr seid etwas Außergewöhnliches, nicht wahr? Naja. Noch so ein ekelhaftes Vieh. Wir gehen einfach mal wieder in der Mitte lang. Okay, jetzt ist hier langsam so ein bisschen der Überblick verloren gegangen, also... Oh, gleich sind wir gefroren. Da unten geht's wieder weiter. Tja, jetzt müssen wir erst... Was haben wir da? Neue Rune für... Okay, wir haben für die Fähigkeiten neue Runen. Da müssen wir erstmal nachher später schauen, was es damit auf sich hat. Ich will eigentlich bloß so schnell wie möglich hier runter. Da sehe ich schon mal die Treppe. Hier geht's... Oh, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier auf dem richtigen Weg sind. Meine Fresse, ist das ein Gekloppe. Man sieht hier gar nicht mehr durch. Oh, den Kobold, den lasse ich jetzt in Ruhe. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf, mir den auch noch zu greifen. Hier sind wir auf jeden Fall richtig. Okay, das Herz der Verdammten. Dann sind wir hier schon mal am Ziel. Der Schmerz und das Leid, das ihr aushalten müsst. Ihr müsst darauf warten. Jetzt müssen wir ja nur noch das Sündenherz finden. Da kommen wir doch bestimmt nicht einfach mal so ran. Da müssen wir wahrscheinlich wieder... Alter Junge. Komm hier. Jetzt können wir uns entscheiden. Wo gehen wir lang? Links, rechts. Die Route. Was ist das denn? Boah, das, ich sehe das schon wieder. Das ist hier nicht gerade mal... Was hat er hier? Der spuckt dir die Treppe voll. Ihr seid so eifrig. Was ist das denn, Vieh? Zydea. Gebieterin der Lust. Ist ja echt widerwärtig. Auf wen habe ich die ganze Zeit geschlagen?
ich möchte euch nicht ermüden. Gott, oh Gott. Sind wir hier bloß gelandet? Nur komm runter da. Werdet ihr büßen. Ja, nur komm. Findet den Turm der Verfluchten. Ich hab gedacht, wir können der Alten jetzt noch eine reinhauen. Irgendwie viel. Sollen das denn noch werden? Aber der Geisteskraft wird ja auch langsam in meinem Knappe. Oh, da haben wir doch schon mal was. Ist es das? Oh. Da gehen wir jetzt aber nicht weiter. Das ist jetzt nicht wirklich nötig. Boah, aber das ist schon wieder für eine. Kann ich den irgendwie leben oder so? Also die haben schon mal richtig was drauf. Aber wir müssen die, glaube ich, erstmal erledigen, damit die uns nicht mehr auf den Sack gehen. Ich weiß gar nicht, wie lange wir schon wieder dabei sind. Ich denke, wir werden gleich erstmal pausieren müssen. Boah, das sieht jetzt echt eklig aus. Was ist das? Oh, komm, wir gehen weiter. Ich bin noch nicht so weit. Noch so ein Anführer. Ja, wir haben keine Geistkraft mehr, das müssen wir jetzt erstmal so erledigen. Junge, es sind echt kein Ende mehr. So, ich würde ganz einfach sagen, wir beenden den Part hier und damit bis zum nächsten Mal.